Ja, dieses, so liebe ich das, wie jetzt, jetzt zum Beispiel bei der Rio Tinto-Aktie kann man das sehr gut verfolgen. Es lief unter uns gesagt auch bei der Gazprom-Aktie über Jahre hinweg auch ähnlich. Also diese Zyklen, die man eben tradet, das ist mir am liebsten, Zyklen zu traden, ja, letztendlich. Ja, so wie es auch zum Beispiel Moritz Hessel sagt, ja, dass man eben so über mehrere Monate und Jahre hinweg am besten langfristige mittel- und langfristige Trades dann macht oder halt einfach auch ein Stück weit auch die Aktie hält. Und da sind einfach so die banalsten Indikatoren sind da halt einfach so als Richtwert ganz interessant, weil das ist sozusagen hier sieht man halt zum Beispiel, dass man halt letztendlich die Rendite ist zwar hier super gelaufen und so weiter, aber dass man halt hier so diesen Durchschnitt über ein Jahr hinweg, also diesen 200er, ist ja in Blau eingezeichnet, ist letztendlich da unten bei 62, also die Aktie könnte ja nochmal 25, 20% fallen und wäre dann erst sozusagen auf der 200er angeschlagen. Ja? Und darauf warte ich auch, ganz ehrlich gesagt, bevor ich hier wieder nachkaufe. Ja? Also ich schaue mir quasi den Durchschnitt des Jahres oder sogar noch länger an und dann sage ich mir, okay, wenn sozusagen der Median wieder gekreuzt wird oder sowas, ja, dann fange ich wieder an zu akkumulieren und diese ganze sozusagen die ganze obere Seite, ne, da habe ich einfach nichts mehr dazu gekauft, da bin ich sogar rausgegangen, ja, weil wir hier eine ganze Zeit lang, also quasi vom Juni, Mai, Juni bis hin zum Oktober letzten Jahres, ja fast 6 Monate, ein halbes Jahr, quasi immer unterhalb der 200er rumgewandelt sind und habe mir gedacht, okay, habe ich hier schon ein bisschen gut Gewinn gemacht und hatte ich auch relativ viele davon, habe ich also ein bisschen was mitgenommen und einen Teil eben weiterbehalten. Gut, also hier gibt es kein, es gibt nicht in diesem perfekten irgendwas, ja, perfekten Trade, perfektes Investment, perfekte Aktien, all diese Sachen gibt es ja nicht, ja, sondern man kann einigermaßen Risiko abschätzen und dann einfach den Risk versus Reward, also Risiko-Chancen-Verhältnis einfach letztendlich einigermaßen, wo man das so abschätzen kann, dass man sagen kann, okay, das Ganze kann etwas mittel- und langfristige Geschichte sein und man ist es nicht mehr dieses hektische Hin und Her, rein und raus, macht die Taschen leer und Getrade, ja, also möglichst wegzukommen von diesem Getrade, ja, ich habe ja auch keine Stop-Orders oder sonst irgendwelchen Quatsch, ja, wo ich dann wieder rausfliege und dann denke ich mir, boah, nee, jetzt möchte ich doch wieder rein und wieder rein und wieder raus, wieder rein, ist alles Nonsens, ehrlich gesagt. Hätte ich auch hier eigentlich gar nichts verkaufen sollen, ja, weil sind wir hier immer bei 54, 53 oder so eingekauft und dann bei 60, 59 oder 58 wieder verkauft. Die Spanne ist einfach hier über das halbe Jahr weg, war zwar immer mal wieder ein paar hundert Euro so, ja, aber es ist letztendlich besonders für kleinere Summen einfach viel zu klein auch und einfach Blödsinn, weil, ja, weil wenn es weiter runter geht, gut, dann kaufst du halt nochmal größer nach. Oder beziehungsweise, wenn es weiter rauf geht, dann hast du halt auch wesentlich mehr Gewinn. Und so gesehen hat das Ding so zwischen 8 und 15%, glaube ich, Dividende immer so die letzten Jahre oder sowas gehabt. Ja, definitiv. Und wenn man dann mal tiefer reinschaut, und da gibt es ja ausführlichste Videos, allein nur zu dieser einen Aktie, also der Wahnsinn, ja. Man kann auch nachlesen und machen, tun, was man will. Und also man kommt immer wieder auf den Essenz, dass das einfach eine der marktdominanten Firmen ist, was halt diese ganzen Eisenerze, Kupfer und Aluminium und so weiter betrifft. Also ich glaube sogar, der größte Shareholder ist nach wie vor irgend so eine Aluminiumfirma, die gleichzeitig auch eine chinesische Firma ist. Das heißt, mal indirekt da letztendlich so viele Komponenten drin, dass man da so über diese eine Aktie letztendlich eine wahnsinnige Streuung hat. Ja? Darf man auch nicht quasi eher nicht, ja, also man ist gleichzeitig indirekt letztendlich in einer chinesischen Firma investiert, ohne dass man in China oder eine ADR oder irgend so ein Firlefanz machen muss. Und der ganz große Vorteil hier ist, den Fehler, den ich halt auch gemacht habe bei Gazprom, zum Beispiel ADR und so weiter, mache ich garantiert nie wieder. Und das hier, zum Beispiel GB, sagt halt dann auch, wenn das hier das Kürzel drin ist, dass du für Dividenden keine Steuern zahlen musst. Ja, ist,
Ganz große Ausnahme. Es gibt es nur mit diesem Kürzel GB, soweit ich weiß. Wenn du was anderes weißt, gerne in die Kommentare oder so, keine Ahnung, mir einen einfachen Hinweis geben. Ich lerne gerne immer wieder dazu. Wie gesagt, ich mache das irgendwie so nebenbei und von daher, es geht rein allein mir darum, nicht ich auch groß reich zu werden, sondern es geht darum, Geld, überschüssiges Geld, das man sich quasi hart erarbeitet und erspart hat und dafür auch fett Steuern gezahlt hat, dass man das wenigstens dann möglichst steuergünstig als Privatanleger und beziehungsweise als Firma oder was auch immer eben anlegt und relativ mit relativ gutem Chance-Risiko-Verhältnis. Und das ist eben meiner Meinung nach einer von den Aktien. Ich habe insgesamt so Rohstoffaktien, insgesamt eine Liste, so eine Favoritenliste kann man sich ja hier auch beim Broker hier ansetzen und so weiter. Habe ich, glaube ich, an die 20 oder so stehen da drauf. Manche machen nur Kupfer, manche nur Silber, manche nur Platin, manche nur das und das und das. Und das ist halt eine der größten. Die haben halt zum Beispiel auch eine eigene wahnsinnig große Schiffsflotte. Das heißt, die sind ein Stück weit unabhängig, ja, von irgendwelchen anderen Logistik. Firmen, die dann wieder irgendwelche Kettenprobleme haben oder was, Lieferketten und so. Das heißt, die haben ihre eigene Logistik und so. Das halt, also sie haben schon einiges, was halt sehr vorteilhaft ist. Und versuchen halt auch jetzt ernsthaft in diese CO2-reduzierten Maßnahmen mit einzusteigen und vieles, vieles mehr. Was ich eben nur ganz kurz hier andeuten wollte, war mit ganz simplen zwei, drei Indikatoren. Einfach so eine Position mal über ein halbes Jahr, Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre halten. Ja? Und Dividende kassieren, eventuell Kursgewinne, whatever. Ja, mal vielleicht einen Teilverkauf, wenn es besonders gut gelaufen ist. Man hat dann sozusagen eine höhere Gewichtung. Das heißt, wenn ich also hier mit 53, ja, 10% vom Portfolio dabei bin und dann bin ich hier plötzlich mit 15% vom Portfolio dabei oder sowas, na, und das ist mir dann zu hoch, die Gewichtung, was auch immer, dann kann ich halt einfach 5% mal verkaufen oder was auch immer. Oder was auch immer. Ja, also, aber letztendlich etwas, wo man einfach seine Inflation zumindest wieder mehr oder weniger zumindest abschwächt, die, ja, also besser wie auf dem Sparkonto hat, aber das sind nicht mit eigentlich kaum Risiko und dieses ganze Kupfer-Aluminium-Thema und so weiter mit diesen ganzen Technologien und Energiewandel, Wende und alles Mögliche, das geht ja noch Jahre so weiter. Na, das ist ja ein sogenannter Superzyklus, ja, nennt man auch manche, genauso wie KI oder sowas, ja, auch ein Superzyklus und so, der jetzt so richtig am Kick-Off ist. Und da gibt es halt ein paar Aktien und da kann man eben dann versuchen, zumindest sein Bestes zu tun, das Risiko möglichst runterzumachen und dann eben die Inflation dadurch eben ein bisschen zu schlagen. Wenn man jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen ist, ein Unternehmer oder ein Selbstständiger oder was auch immer, der jetzt all seine Umsätze oder all seine, sagen wir so, EBIT-Margen, ja, also Gewinne vor Steuer, in sein Business wieder reinvestieren möchte, aus welchen Gründen auch immer. Ja, das will einfach, oder es geht halt, oder es macht auch keinen Sinn. Nicht bei jedem Unternehmen macht es eben Sinn, dass man komplett wieder alles reinvestiert. Und dann braucht man halt irgendwo eine gut gestreute Strategie, dass man halt sein Geld irgendwo halt parkt, in verschiedensten Locations, vielleicht 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten oder sowas, ja. Diverse Aktien und was weiß ich alles, was da halt noch so gibt. Und das ist halt so das, wo ich sagen würde, okay, das macht einigermaßen irgendwo Sinn, ohne dass ich hier jetzt mir, keine Ahnung, was reinziehen muss an Coachings und Online-Kursen und dies und das und jenes. Wer hat diese Zeit? No fucking body. Ja, niemand hat diese Zeit. Er ist schon gar kein Selbstständiger und gerade die Selbstständigen mit ein paar Hansel-Mitarbeiter oder auch ohne oder was auch immer, die halt quasi so ein bisschen Überschuss haben, die halt einfach diesen Überschuss haben, weil sie eben so fleißig sind und weil sie einfach so viel Gas geben. Die haben ja dann garantiert keine Zeit für irgendwelches Getrade und mit Stops und dies und das und jenes. Ne? Und deswegen diesen zyklusorientierten Ansatz hier zu investieren, über eben, wie gesagt, am besten Minimum 1 Jahr, 2 Jahre oder 3 sogar hinaus. Ja, zum Beispiel Moritz Hessel habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Der macht das so ähnlich. Also der entscheidet sich vielleicht für 3, 4, 5 Mega Trades, also große Trades, und da geht er dann auch massiv rein. Und da hat er die Bayer-Aktie vorgestellt vor ein paar Wochen und die Amazon-Geschichte und so weiter und das Twitter-Tesla-Gedöns und sich auf dann diese Sache konzentrieren oder beziehungsweise einfach laufen lassen, so wie ich es hier mache, und dann
Ja, es ist viel, viel besser, als wenn man quasi so, ich weiß nicht, wie viele Dutzende von Trades und Aktien in seinem Portfolio hat und so weiter. Das ist einfach, da verlierst du dann als kleiner Selbstständiger und so weiter den Überblick und das bringt einfach nichts. Also bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein. Haut rein und viel Spaß und programmiert schön fleißig und schaut, dass ihr noch Geld verdient, solange es so möglich ist in Deutschland, beziehungsweise solange hier noch was läuft. Wer weiß, ob wir die Kurve kratzen. Die nächsten Jahre werden es zeigen. Bis dahin, ciao.